Nachdem der Rapper UFO eigentlich mit der Musik aufhören wollte und nachdem er sich einen neuen Namen nehmen wollte, namens Kaiser, hat der Rapper UFO vor einigen Monaten wieder gesagt, okay, ich fange wieder an mit Rap und geht natürlich wieder ab und bringt einen Hit nach den anderen, meine lieben Freunde. In seiner aktuellen Instagram-Story hat der Rapper zugegeben, dass er Steuerschulden hat, meine lieben Freunde, und zwar in Höhe von 2 Millionen Euro, meine lieben Freunde. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, oder ob es nur ein Scherz oder Gag gewesen ist, kann man nicht wirklich hundertprozentig jetzt wissen. Aber was wir wissen ist, meine lieben Freunde, der Rapper gibt in den letzten Jahren immer sehr viel für Schmuck und sonstigen Bling-Bling aus, sowie auch für schöne dicke Karren. Also hier und da wird es dem Rapper auf jeden Fall an Geld fehlen, aber natürlich kommt dieses Geld natürlich auch regelmäßig immer wieder ein. Er hat ja mittlerweile jetzt einen Newcomer namens, wie heißt er denn nochmal? Warte. Data Love, meine lieben Freunde, genau, Data Love. Shorty, homie, man, shot. Ja, also wenn der Newcomer jetzt nichts reißen will, dann wird der Typ wahrscheinlich wieder U-Bahn fahren und ja, UFO muss dann wahrscheinlich wieder bei Humana einkaufen, ja, wie man das in seiner Instagram-Story sieht, meine lieben Freunde. 2 Millionen Euro Steuerschulden, ich gehe wieder bei Humana shoppen. Das war's mit diesem Video, meine lieben Freunde, ich danke euch fürs Einschalten und ich wünsche euch was. Peace and out.